For most of the 18th century, the Caribbean Sea was a deadly place to sail. Its waters were terrorized by the fearsome Captain Remington. Rumors spread from port to port about Remington's pact with the devil. During his nefarious career, he plundered many ships and murdered even more men. Until the day armed forces finally caught up to him. Und damit herzlich willkommen bei Nightmare from the Deep, die Schädelinsel. Mal eine ganz neue Art von Let's Play, die ich unbedingt schon seit Jahren praktisch ausprobieren wollte. Ich habe bis jetzt erst ein einziges Wimmelbildspiel gespielt und das ist schon so lange her. Und ja, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich ein Point-and-Click-Adventure spielen, weil ich darauf wieder voll Bock hatte. Dann landete ich aber irgendwie hier und dachte mir, mein Gott, probierst es halt mal aus. Und Vorwarnung, bevor jetzt kommt, das ist voll von Gronkh nachgemacht. Ja, ich gucke tatsächlich sehr gerne die Wimmelbild-Spiele oder Wimmelbild-Let's Plays von Gronkh. Das heißt, es könnte sein, dass ich mir das ein oder andere unterbewusst, unbewusst abgucke. Aber ich hoffe, ihr seht das nicht so eng. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe praktisch keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nur, dass ich mich saumäßig darauf freue. Klingt auch spielen. So, was haben wir denn? Im Wimmel, wir spielen erstmal auf normal. Ne? Auf normal, Tipps und Lösungen schneller, aktive Zone. Ja, ja, ja. Okay, mach mal los hier. Now, 300 years later, Remington's body is being extracted from the depths of his watery grave. Soon, this precious artifact will be on display in the Caribbean Naval Museum. Oh! Wir sind eine Frau! Du bist die... Kuratorin? Was auch immer das ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Du bist die Kuratorin der nächsten Ausstellung. Weise den Spediteur an, die Kisten im Ausstellungsraum abzustellen. Klicke auf den Spediteur. Ja, sehr gerne. Oh, guck mal, wir können... Klick. Sure thing, Miss Black. I'll leave the crate at the end of the exhibition hall. Hast du eine Animation? Oder ist er weg? Wenn du mit einer Person reden kannst, nimmt der Mauszeiger die Form von Lippen an. Klicke auf deine Tochter und sprich mit ihr. Oh, wir haben eine Tochter. Ich dachte, das wäre ich, aber das ist... Hallo. Hi, Mom. I just want to sneak a quick peek at this legendary pirate, and then I'll stay out of your hair. Come on, let's check out the crate that just arrived. Sehr gerne, du. Der Mauszeiger wird zu einem Pfeil, wenn du in andere Bereiche wechseln kannst. Klicke auf den Ausstellungsraum, um weiterzugehen. Wahrscheinlich können wir nichts anderes hier machen, ist das richtig? Wir haben ein Menü, wir haben ein Inventar, wir haben einen Tipp, sehr schön. Das kennt man doch. Okay, Ausstellung. Dein Mauszeiger verwandelt sich in eine Lupe. Wenn du etwas näher betrachten kannst, klicke, um die Kiste zu öffnen. Gut, klicken wir mal auf die Kiste. Was anderes können wir tatsächlich hier nicht machen. Der Mauszeiger verwandelt sich in Zahnräder, wenn du mit einem Gegenstand interagieren kannst. Klicke in die richtige Reihenfolge. Was? Klicke in der richtigen Reihenfolge auf die Säbel, um den Boden der Kiste zu erreichen. Na, ja, das klingt ja spannend. Das sieht. Was ist das? Goldene Säbel. Die. Goldener Säbel. Diese hat vermutlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts Captain Remington gehört. Das ist ja interessant, ne? So, jetzt müssen wir hier auf den Säbel und dann auf... Oh, guck mal, die leuchten doch schon. Wie billig ist das denn? Den Säbel, den Säbel, den Säbel, den Säbel. Und da ist der goldene Segel. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand, wenn du einen Gegenstand aufheben kannst. Klicke auf den Säbel, um ihn aufzuheben. Oh, da ist was in unserem Inventar! Im Abenteuermodus kannst du auch Tipps verwenden. Okay, sie werden dir den nächsten Schritt anzeigen. Klicke, um fortzufahren. Ich will aber nicht, ehrlich. Naja.
Oh, wow. Das ist ja richtig krass gemacht. Guck mal, hier können wir noch was machen. Ausstellung. Geisel der Meere. Ist das... Heißt das Geisel? Ja, ist bestimmt Geisel. Also ich kann die Schrift super lesen. Huh, da ist, haben wir den nächsten Tipp. Das geht mal sehr schnell. So, wir sollen da drauf klicken. There, you're all set. Now, if you don't mind, I'll be on my way. Klar. Es würde mir Angst machen, wenn sich Personen so in Luft auflösen. Wenn du mit Personen sprichst, erhältst du manchmal nützliche Gegenstände. Das war schon gruselig, ne? Klicke auf deine Tochter und dann auf den Gegenstand, den sie dir anbietet. Nö. Ich klicke jetzt hier auf Menü. Hallo. Ich muss draufklicken. Okay! The crate is nailed shut. Do you think we could pry the lid off? With so many tools lying around, I'm sure you can find a crowbar. I'll stay here and keep an eye on the crate. Du. Oh, right. I still have the key card to your office. Here you go. And don't worry. This mummified corpse won't be going anywhere without me. Unsere Tochter ist so lustig. Du hast etwas Nützliches gefunden. Zugangskarte. Ich hab's nicht gefunden, ich hab's bekommen. Du hast eine wichtige Notiz erhalten, die dir bei deinem Abenteuer weiterhelfen wird. Klicke auf das Tagebuch, um die Notiz zu lesen. Ach, das ist unser Tagebuch. Okay. Alle Notizen sind in deinem Bereich unter Aufgaben zusammengefasst. Klicke auf das Lesezeichen. Aufgaben. Aufgaben. Sobald du sie abgeschlossen hast, werden die Aufgaben abgehakt. Das ist ja cool. Klicke, um fortzufahren. Piratenausstellung. Nimm die Lieferung in Empfang. Die Kiste. Öffne die Kiste und überprüfe das Ausstellungsstück. Okay, dann haben wir noch Notizen. Die Kiste. Endlich kam der Spediteur mit den letzten wichtigen Ausstellungsstücken an. Ich brauche ein Brecheisen, um die Kiste zu öffnen und den Zustand des Stücks überprüfen zu können. Es ist das Herzstück meiner neuen Piratenausstellung im Museum. Piratenausstellung ist durchgestrichen, weil ich ausgerutscht bin mit meinem Kugelschreiber. Morgen ist die große Eröffnung unserer neuen Ausstellung Geisel der Meere. Ich hatte sowas von recht. Es gibt noch so viel zu tun. Zum Glück hilft mir meine Tochter dabei. Ich habe jetzt sehr erwartet, dass wir einen Namen kriegen, aber nein. Das Hauptausstellungsstück ist auf dem Weg und sollte heute Abend geliefert werden. Aufgabenliste. Bock! Wegen dem neuen Tresor anrufen, etwas fürs Abendessen kochen, den Spediteur die Adresse bestätigen, die Kiste in Empfang nehmen. Haben wir alles gemacht, können wir schließen. So, das ist ja cool. Unser, was, ich habe schon vergessen, was wir tun sollen. Wir sollen ein Brecheisen finden, ne? Warte. Öffne die Kiste. Oh, ja. So, jetzt haben wir hier noch Menü, da gucken wir mal. Okay, uninteressant, langweilig. Oh. Oh. Du kannst Gegenstände verwenden, um Rätsel zu lösen. Klicke auf das Teppichmesser und dann auf das Paketband. Aber der und das, ne, Stefan, das hast du noch nicht so raus. Um den Karton zu öffnen. Okay, dahin und dann... Boah, bam, haben wir aufgemacht. So, jetzt können wir rein... Oh, 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 wow, müssen wir alles... Brief. An den Kurier... an die Kuratorin. Das ist ein so komisches Wort, Kuratorin. Diese Steinschlosspistole? Steinschlosspistole? Diese Steinschlosspistole ist ein rares Artefakt. Sie wurde vermutlich extra für Captain Remington angefertigt. Wir haben die Pistole bei seiner Grabesstätte gefunden. Sie war zwar im Sand vergraben und vom Salz getrübt, aber sie schien im Wasser zu leuchten. Seltsam, das Tauchteam. Okay, können wir es nochmal öffnen? Ja, sehr schön. Können wir es nochmal öffnen? Yep. Und jetzt. Ja, das geht immer noch. Super. Und jetzt geht's immer noch. Gut, dann nehmen wir mal die Pistole. Damit können wir sicherlich hier dieses tolle Ding aufmachen. Oh, was ist das? Diese Kiste ist wirklich fast vernagelt. Ich benötige auf jeden Fall ein Werkzeug, um sie zu öffnen. Ja, dann nimm doch die Pistole. Nein, das funktioniert nicht. Und das hier? Nein, das funktioniert auch nicht. Ich weiß noch nicht, diese Stimme gefällt mir nicht. Sie ist so schwierig. Obwohl, jetzt geht sie. Das hört sich ein bisschen an wie... hier, wie heißt sie? Das Model. Das deutsche Model. Ha, ich weiß nicht. Authentische Piratenwaffen, die gerade rechtzeitig für die Ausstellung geliefert wurden. Okay. Das hatten wir schon. Das möchte ich nicht nochmal anklicken. Was haben wir denn hier? Sonst ist hier nichts Besonderes. Wir können wieder zurückgehen und müssen weiterhin etwas Spannendes finden. Oh, was ist denn das? Der fürchterlichste Pirat der Welt. Größte Eröffnung in Kürze. Nicht die größte, sondern große, natürlich. Das ist das Gleiche. Okay, wir haben eine Tür.
Du kannst Inventargegenstände verwenden, um Hindernisse zu überwinden. Das ist ein großes Hindernis, diese Tür. Klicke auf die Zugangskarte, um sie aufzunehmen und öffne damit deine Bürotür. Nö, möchte... Ich möchte... Ich muss das machen. Okay. Gehe ich aber noch nicht rein. Ich möchte mich erst hier umgucken. Ein Schiff aus dem späten 18. Jahrhundert in einer Flasche. Selbst Piraten rätseln gerne. Warum rätseln? Egal. Was haben wir hier? Eine Tür. Leider abgeschlossen. Der Keller ist abgeschlossen, damit die Besucher nicht hineingehen. Mhm. Eine Leiter? Anscheinend keine Leiter. Okay, sonst haben wir hier nichts. Das wird wahrscheinlich wieder... Mach die Luke dicht! Draußen gießt es in Strömen. Ja, das ist ganz toll. Ganz, ganz toll. Ein Teppich haben wir also schön gemacht, muss ich sagen. Ist schön gemacht. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Klick. Oh, Animation. Mein Büro. Ah ja, guck mal, da ist ein Bild von mir. Guck mal, eine Kiste mit einem Brief. Liebe Sarah, meiner Recherchen zufolge gehört diese kleine Schatzkiste Captain Remington. Ich konnte sie nicht aufschließen, wollte sie aber auch nicht aufbrechen. Darin befindet sich aber bestimmt wertvolle Artefakte. Vielleicht findest du ja heraus, wie das Schloss geöffnet wird. Ich schreibe das in einer unauffällig roten Farbe, damit du auch ganz sicher merkst, was du zu tun hast. Aufrichtigst, Stan. Von Stan Raftery. Nationalmuseum. Okay. Das ist also der Captain. Captain? Nein, Stefan, nicht Captain. Falsches Wort. Oh, ach, guck mal. Ach, cool. Das habe ich schon gemacht, Trottel. Okay, das ist also eine Kiste. Ein verziertes Schmuckkästchen. Sein vergoldetes Schloss benötigt einen besonderen Schlüssel. Mhm. Sehr schön. Was haben wir hier? Einen Kleiderständer. Vor Papierkram gibt es kein Entrinnen. Im Notfall ein Glas einschlagen. Man sollte sich nicht immer notieren, wo sich die Notausrüstung befindet. Immer notieren. Warum habe ich jetzt nichts? Ah, egal. So, wir haben ein Radio. Ist wunderschön. Kann ich das auch bitte wieder ausmachen? Danke. Na super, hat ja nicht ganz geklappt. So, wir haben einen Notizzettel von Bob. Sarah, wie angefordert wurde dein neuer Wandtresor eingebaut und das Piratenartefakt hineingelegt. Ich habe den neuen Tresorcode aufgeschrieben und den Zettel auf deinen Schreibtisch gelegt. Genauso wie diesen Zettel. Ich habe aber einen extra Zettel gemacht, damit du nochmal suchen musst. Bob, Wachmann, Tagesschicht. Damit du Bescheid weißt. Okay, dann haben wir hier anscheinend einen Zettel mit... Neue Aufgabe, neuer Tresor. Was? Wir haben einen neuen Tresor gefunden, toll! R4, L9, R6, L1 und R5. Kann ich mir den Zettel, muss ich mir das jetzt aufschreiben? Es wäre äußerst doof, wenn ich das... Ich schreibe es mir lieber auf, bevor wir jetzt wieder hin und her rennen müssen. R4, L9, R6, L1, R8 habe ich mir... Kann ich lesen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann es lesen. Ach! Okay, brauchte ich mir nicht aufschreiben. Während des frühen 18. Jahrhunderts terrorisierte Captain Henry Remington die Karibik. Aufgrund zahlreicher Angriffe auf Handelsschiffe war er schnell überall gefürchtet. Aber nach einigen Jahren endete seine Schreckensherrschaft. Er verschwand unter mysteriösen Umständen. Wir haben doch in der Zwischensequenz gesehen, wie er gestorben ist. Egal. Remingtons Leiche wurde nie gefunden. Das Ziel vieler Historiker war es, Beweise für diese Legende zu finden. So wurden viele Expeditionen ausgesendet, um nach seinen Überresten zu suchen. Remingtons Leben war sehr aufregend und kurz, ja, so wie meins. Oh, 118, 119, okay. Oh, so voll interessant, den Bleistift können wir nicht nehmen. Wir haben hier eine Blume, wir haben ein Telefon. Das funktioniert nicht, der Sturm hat wahrscheinlich die Telefonlampe... Der Sturm hat wahrscheinlich die Telefonleitung beschädigt. Was haben wir hier noch? Ah, eine Lampe. Okay, das ist ja furchtbar. Wir haben einen neuen Tresor.
Aber erstmal nehmen wir diesen Schlüssel. Und zwar ist das der Kellerschlüssel. War ja klar. Wir haben noch ein Bild von... Ich hab dich lieb, Mama. Meine geliebte Tochter. Kinder werden so schnell erwachsen. Ja. Okay. So, das ist der Tresor, denke ich mal. Wenn du ein Rätselproblem wenn dir ein Rätselprobleme bereitet, kannst du auf Lösen klicken, um es zu überspringen. Du musst jedoch eine Weile warten, bis die Option verfügbar ist. Klicke auf Fortfahren. Ich klicke zum Fortfahren natürlich. So, wir sollen also... Ach so, okay. Rechts 4. 1, 2, 3, 4. Ah, okay. 1, 2, 3, 4. Okay, ja, ich verstehe. Ich dachte, ich müsste 4 Schritte, aber es ist nicht so. So, jetzt haben wir L9. R6. L1. Und R8. War wunderbar, ich habe Rätsel gelöst, alleine. Was haben wir? Neue Aufgabe abgeschlossen. Neuer Tresor. Achso, das war die Aufgabe, die wir vorhin gekriegt haben. Wir haben einen Zettel. Liebe Sarah, diese Kette wurde im Besitz einer karibischen Familie gefunden. Es heißt, dass einer ihrer Vorfahren etwas mit Captain Remington zu tun hatte. Deswegen schicke ich sie dir. Wenn du das fehlende Juwel findest, kannst du die Kette in deiner Ausstellung verwenden. Grüße, Stan R. Und ich habe natürlich auch den Zugang zu deinem Tresor, denn ich bin der Leiter dieser Anstalt. Okay. Man sagt, dass diese antike Kette mit Remington verbunden ist. Leider fehlt der Juwel. Das ist schade. Lassen wir den Tresor am besten mal offen und gehen aus unserem Zimmer. So, jetzt gehen wir hier raus. So, wir haben, okay, da steht ja die Lösung. Das ist der Code für den neuen Tresor, der erst kürzlich eingebaut wurde. Ich muss den Tresor öffnen, um die Werkstücke darin heranzukommen. So, das haben wir schon. Aufgaben. Hallo? Bist du blöd oder so? Kiste. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, anscheinend haben wir hier jetzt alles erledigt. Wir haben den Kellerschlüssel. Ich glaube, das war auch dann das Ziel des Ganzen, dass wir hier in den Keller gehen. Und was in dem Keller ist, das erfahren wir in der nächsten Folge von Nightmare of the Deep. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, vor allem wie euch das Genre gefällt und wie euch das ganze Let's Play gefällt. Ob ihr das jetzt gut findet oder ob ihr sagt, na Stefan, das ist so langweilig. Ich bin sehr gespannt. Mir macht es bis jetzt auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.